Sag mal, Simon, was gibt's heute nochmal? Es gibt Rauch! Ach so, ja, Rauch. Stimmt. Ich hab da was. Rauch! Octomore 9.1, heute bei mir im Video. Viel Spaß. Starten wir. Auf geht's heute in ein sehr, sehr, sehr rauchiges Tasting. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Whisky Violence und heute verkoste ich mit euch den neuen Octomore 9.1. Es ist soweit. Ja, mein erster Octomore. Und ich freue mich sehr drauf, bin extrem gespannt. Bin auch echt froh, dass ich jetzt gerade zufällig an den neuen reingekommen bin. Wurde geteilt und ich konnte über die Restflasche sichern. Ja, bin sehr gespannt. 156 ppm, Parts per Million. Dem man das nicht sagt, aber der zum Beispiel einen der Freud kennt, der hat so 50 oder ein Hardback zum Beispiel. Ja, der hat 156, also mehr als das Dreifache. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Ich habe natürlich auch schon eine Menge Reviews gesehen und irgendwo hat es mich auch total interessiert, was denn dahinter steckt. Riecht man das wirklich raus? Ich bin sehr gespannt. Optisch gesehen, sage ich mal, sind wir jetzt hier von der 8.1 Serie, die wir im Grau kamen, wieder zum Schwarz gewechselt. Ja, ich habe noch keine Flasche davon. Es ist schon mega stylisch. Mega ist auch der Preis, aber leider nicht im positiven Sinne. Die kostet momentan um die 130 Euro. Ist eine Flasche, ja. Also optisch gesehen wirklich eine Wucht. Der Single Malt, der hier drin ist, ist 5 Jahre alt. So. Und hat viel Rauch. Und in Fahrschläge wird natürlich abgefüllt. 59,1%, ja. Trotzdem für einen 5 Jahre alten Single Malt 130 Euro auf den Tisch zu legen. Und das sind noch die günstigen von dieser Serie. Es gibt auch welche, die kosten um die 180, 190 Euro. Ja. Weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie extrem gut er mir heute schmecken muss, dass ich sagen kann, ja, dieser Preis ist gerechtfertigt. Oder man ist einfach halt eben an einem Punkt angelangt, wo einem nichts mehr extrem genug ist. Man braucht Rauch ohne Ende. Das kann auch sein. Und dann kann ich halt auch so viel vielleicht verlangen. Für so einen Whisky. Ja, riecht schon ganz geil. Also, rauchig, klar. Aber Rauch ist schon mal ganz schön. Ja, nicht so zimperlich. Ja, die Octomore Brennerei gibt es heute halt praktisch als Vertretung von Progledy, die auch den Port Charlotte herstellen und eben die extrem rauchige Levante Super Heavily Peach hier drauf. Und das Ganze unter Octomore abfüllen. Es gab auch schon mal eine Brennerei, die Octomore hieß. In den Anfang 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, ne, 18. Jahrhundert, genau. Ja, war aber nicht lange auf, hat dann geschlossen und vieles wurde nicht mehr bekannt über die alte Destillerie. Und ja, so hat das Brogledy halt dann irgendwann aufgegriffen. 2008 circa wurde das Ganze ins Leben gerufen. Mit der ersten Serie, wie gesagt, das ist jetzt praktisch die 9. Serie, also 9.1. Und ja, verhältnismäßig kommen da, glaube ich, immer 3 bis 4 Abfüllungen raus. 42.000 Flaschen, das gab es bei der 8.1 Serie und 8.2 Serie und so weiter auch schon. Also es ist extrem gestiegen. Früher war davon wesentlich weniger vorhanden. 42.000 Flaschen müssen auch erstmal verkauft werden. Allein zu dem Preis. Das kommt ja noch dazu. 9.1 aus dem Grund, weil hier 100% schottische Gerste verwendet wurde. Ich habe mir das kurz aufgeschrieben. Ich zeige euch mal die Farbe und dementsprechend kann ich hier einfach mal draufluchsen. So ist die Farbe natürlich nicht gefärbt und auch nicht kühl gefiltert.
für 5 Jahre. Ist ein First Fill, Ex-Bourbon Cask aus amerikanischer Eiche. Also hat schon einen schönen Ton. Ne? Also schon, hat schon ordentlich Farbe abbekommen. Ich habe es mir auch kurz notiert. Es ist aus, die sind natürlich sehr transparent, das muss ich jetzt auch zusagen, was lobenswert ist. 51% aus Ex-Jim Beam Fässern, 26% aus Jack Daniels Fässern, 15% aus Clermont, sagt mir jetzt erstmal nichts, Fässern und 8% Old Granddad Ex-Bourbon Fässer. Ja. Ist schon ganz cool, dass man das zumindest hier mal draufschreibt. Wieso nicht? Ist ja interessant und da, ich habe es glaube ich gar nicht hier draufstehen direkt, aber man bekommt es zumindest im Internet angegeben. Ja, nee, hier steht nämlich nichts. Ansonsten. Ja, ich bin gespannt. Verrieben wir das Ganze mal. Mein erster Oktober noch. Okay, ja, das ist erstmal süßer Rauch. Aber nicht unangenehm. Das habe ich auch nicht erwartet, weil wenn der scheiße wäre, dann hätten sie davon nicht die 90 Serie in Folge aufgelegt. Deswegen muss ja irgendwas dran sein, dass man das Ganze halt eben so, ja, ich sag mal, die sind ja wirklich begehrt und auch extrem gehypt. Ne? Vielleicht sollte man sie nicht so viel hypen, weil dann wäre der Preis ein bisschen angemessener. Egal, was sie da reinmachen, aber für 5 Jahre und das Ganze halt eben aus dem Ex-Bourbon für 130 Euro ist einfach zu teuer. Punkt. Ne? Trotzdem, ich will nicht meckern. Ich will erstmal riechen. Sehr schön, ja. Sehr, sehr schön. Also extrem süß. Der Rauch ist irgendwie geil, ja. Das ist, hat so ein, ich weiß gar nicht, woran er mich jetzt genau erinnert. Es geht für mich, wenn ich das jetzt ein bisschen eingrenzen müsste, weil Port Charlotte habe ich nicht wirklich viel probiert, 2, 3 oder so. Erinnert mich jetzt erstmal vom Raucher so ein bisschen mehr an den Artback. Ein bisschen mehr Süßes mit drin. Und die 59, also 0,160% habe ich hier nicht mal ansatzweise. Kein Beißen, kein Alkohol, kein Stechen. Und das von 5 Jahren ist natürlich echt eine Wucht. Ja, da ist nichts Unangenehmes, nichts Störendes. Das ist so ein ganz tiefer Rauch. Also der ist irgendwie noch so oberhalb und dann kommt ein bisschen unterhalb. Schwierig zu erklären, wenn man noch nie einen getrunken hat. Deswegen hat mich das auch so interessiert, das einfach mal zu probieren. Vielleicht so ein bisschen mineralisch, wenn ich das so irgendwie eingrenzen sollte. Ich habe mir jetzt was eingestellt. Ich werde den erstmal so probieren, weil er sagt, probiere mich, ich brauche kein Wasser. Wenn ich irgendwelche störende Elemente drin hätte, würde ich sofort zum Wasser greifen. Er ist eigentlich ziemlich lieblich. Der Rauch ist schön da, weil er verfliegt nicht, so wie zum Beispiel bei einem, wenn ich mir einen Laphroaig 10 Jahre, der ja auch ziemlich rauchig ist, einschenke, dann habe ich das zwar auch anfangs in der Nase, geht dann aber irgendwo halt auch mit mehrmals Riechen auch langsam weg und man kommt so ein bisschen, da ist auch nicht so viel drin, aber man kommt so ein bisschen näher. Und hier habe ich wirklich den Rauch sehr präsent und ja, eine Vanille ist irgendwo für mich beim Ex-Bourbon immer ein bisschen mit drin. Die habe ich da auch vielleicht ganz leicht. Ist geil. Also mir Fachstärke riecht es nicht. Flansche. Okay, das war mein erster Schluck. Sehr viel Rauch. Aber gar nicht so erschlagend. Habe ich jetzt im Abgang natürlich. Ja. Ich habe es auch erstmal einen kleinen Schluck genommen.
erstmal ein bisschen sich zieht, aber gar nicht so doll drückt. Etwas Rass im Mund, im Geschmack, also es ist wirklich fast kein Geschmack, sondern wirklich nur die Alkoholstärke habe ich im Mund. Bietet mir jetzt nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also interessant, ja, wirklich interessant. Der Alkohol ist wirklich für das Alter und die hohe Prozentzahl hammermäßig angebracht. Das hatte ich bis jetzt, glaube ich, noch nie so gut gehabt, wenn man das im Verhältnis mal sieht. Ne? Aber. Ich will nicht sagen, es geht jetzt in den Fruchtbereich, aber es kommt so ein bisschen. So ganz. Ja, so ein bisschen dieses Malzige ein bisschen mehr durch. Wird jetzt angenehmer. Rauch geht so ein bisschen weg. Sehr malzig, ja. Ich mache auf jeden Fall mal ein bisschen Wasser rein. Mal gucken. Ist ja genug da, ne? Zum Verdünnen. Ich hätte mir eigentlich vorgenommen, den schon zu verdünnen, aber am Anfang an, aber nee. Wieso? Man kann ihn wirklich so trinken. Aber er bietet halt im Mund und im Abgang kaum was. Das muss ich dazu sagen. Ja, es macht dieses so ein bisschen erdig mineralisch, macht es ein bisschen mehr auf irgendwie. Da kommt halt eben wirklich mehr so diese Ex-Bourbon-Note viel mehr durch. Schön, ja, jetzt ist es wieder. Das wäre sehr angenehm. Also, ich will ihn wirklich nicht schlecht reden, ne, aber ich habe immer diesen Preis im Kopf. So, wenn man den ausblendet, ja. Dann ist es schon ziemlich geil. Schön. Jetzt brüch ne. Ganz anders im Mund. Viel besser mit Wasser. Wirklich viel besser. Schön kräftig. Unfassbar, dass der nur 5 Jahre alt ist. Abgang ist jetzt nicht so lang. Hat, wie gesagt, in diesen 5 Jahren, das macht wirklich mehr diese Prozente aus, aber es ist nichts Kratzendes oder Störendes. Und die kann man wirklich, auch wenn es blöd klingt, verdünnt mal so zwischendurch ein bisschen schlürfen. Schön kräftig, alles da vom Rauch. Das Malz und die Süße, die irgendwo auch mit drin ist, schwingt da schön mit. Also wenn ich mal was Kräftiges, Deftiges brauche, ja, kann man sich sowas gönnen. Ist cool. Würde ich mir eine ganze Flasche kaufen? Auf gar keinen Fall, nein. Weil es doch zu krass ist in dem Verhältnis, halt eben, wo ich sage, das ist nicht so meine Welt. Ne? Ich stehe gerne auf Space Cider, auf schön ausgewogene Whiskys. Mit Rauch auch gerne, klar, so ein bisschen Rauch kann ruhig mit drin sein. Es ist natürlich Geschmackssache. Ne? Ja, zum Probieren, super cool. Ja, wenn man so eine Flasche mal teilt, ist es schon nicht schlecht. Für mein Verhältnis ist es aber trotzdem einfach ein Preis, der für mich gar nicht geht. Ich wollte ihn kurz vorstellen, weil ich ihn selber einfach probieren wollte. Und dann kann ich euch auch mit ins Boot holen. Und ja, ich würde mich interessieren. Ihr habt bestimmt zumindest der eine oder andere auch mal einen getrunken von der Oxymosee. Ich habe ja auch schon einen neuen getrunken. Was haltet ihr davon? Ich weiß nicht, ob man das halt eben wirklich mit seinem Gewissen vereinbaren kann, so viel Geld für so einen jungen Whisky auszugeben, nur weil so viel PPM drauf sind. Also Parts per Million, Verbrauchgehalt. Ja. Vielleicht probiere ich auch nochmal ein, zwei andere. Weil es ist ja immer ein bisschen. Also die 9.1, glaube ich, steht jetzt für die Schottische Gerste und Ex-Bourbon fast halt eben. Ich glaube, es gibt auch noch reifere Sorten, die, glaube ich, 8 und 10 Jahre so alt sind von den alten Serien. Mal schauen. Ja, wie gesagt, lasst es mich wissen, was ihr von Oxymo haltet. Und dann war's das für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.